Hallo! Vier Magier, die ihr Leben der Kunst, der Tricks und Illusionen gewidmet haben, werden von einem geheimnisvollen Fremden zusammengebracht. Ohne seine Identität preiszugeben, teilt er ihnen einen Plan für die verblüffendste Darbietung in der Welt der Magie mit. Doch um erfolgreich zu sein, müssen sie ihr Leben und ihre Freiheit riskieren. Daniel Atlas, ein Meister der Kartentricks, bittet ein Mädchen auf der Straße, eine Karte vom Stapel zu ziehen. Did you see one? Yes. Do you have one in mind? Yes. Er erklärt den wichtigsten Grundsatz der Magie. Je genauer man hinschaut, desto weniger sieht man. Nach einem Moment leuchten die Fenster des nächsten Gebäudes auf und bilden die Silhouette der Karo 7. Merritt McKinney stellt seine Fähigkeiten als Gedankenleser und Hypnotiseur unter Beweis. Er versetzt ein Mädchen in einen Zustand, in dem sie weder sprechen noch sich bewegen kann. Dann deckt er die Untreue ihres Mannes auf, indem er die Namen der Mädchen durchgeht, auf die der Mann reagiert. Um es vor seiner Frau geheim zu halten, muss der Ehemann eine beachtliche Geldsumme aufbringen und Merritt setzt erneut Hypnose ein, um die Frau das eben stattgefundene Gespräch vergessen zu lassen. Jack Wilder, ein aufstrebender Magier, führt auf einem Schiff einen peinlichen Trick vor, bei dem er einen Löffel verbiegt. Er verspricht demjenigen, der das Geheimnis der Illusion lüftet, $100 und einer der Jungs schnappt sich den zerbrochenen Löffel aus seiner Tasche. Jack gibt das Geld heraus, aber bald wird die wahre Täuschung aufgedeckt. Die Vorführung war nur eine Tarnung für einen talentierten Taschendieb, der sich in der Menge davonschleicht. Hanley Reeves zieht sich Fesseln an, um in ein tiefes Aquarium zu springen. Sie hat eine Minute Zeit, um herauszukommen, bevor ein Fass Piranhas in das Becken gekippt wird. Hanley befreit sich mühelos von den Handschellen und beginnt die Fesseln von ihren Beinen zu lösen, aber die Kette bleibt fest. Die Zeit wird knapp und das Mädchen gerät in Panik und bittet die Assistenten um Hilfe. Sie versuchen, das Glas einzuschlagen, aber alle Bemühungen sind vergeblich. Hanley schafft es gerade noch, sich zu befreien und herauszuspringen, aber die Zeit ist abgelaufen. Die Piranhas stürzen ins Aquarium. Die Fische umringen das Mädchen und das Wasser färbt sich scharlachrot. Die Zuschauer sind entsetzt und versuchen zu helfen, werden aber von Hanley unterbrochen, die unverletzt mitten in der Menge auftaucht. Eine geheimnisvolle Kapuzengestalt beobachtet die Show aus der Ferne. Dieser Mann hat jeden der vier Künstler beobachtet und wirft jedem Magier eine Tarotkarte zu, auf der die Adresse und die Uhrzeit für ein Treffen stehen. Alle sind von der Einladung fasziniert und versammeln sich zur vereinbarten Zeit vor der verschlossenen Wohnung. Helen? No. Hanley. It's on your coffee cup. Thanks for keeping me honest. Merritt versucht mit Hanley zu flirten, die früher Daniels Assistentin und Geliebte war. In diesem Moment taucht Jack auf, der sich freut, seine Idole aus der Welt der Magie zu sehen, und knackt das Schloss mit Leichtigkeit. Im Inneren warten mehrere Rätselmechanismen auf das Team. Die Gruppe löst sie und sieht ein Hologramm mit einem Plan für die verblüffendste Illusion, die sie schaffen müssen. Ein Jahr später treten die Magier in Las Vegas auf und nennen sich die Vier Magier. Während des Auftritts versprechen sie, einen echten Banküberfall zu begehen. Unter den Zuschauern befindet sich der berühmte Illusionsentlarver Thaddeus Bradley. Sein Telefon wird konfisziert, aber der Mann hat weitere versteckte Kameras dabei, mit denen er die Vorstellung heimlich filmt. Die Gruppe kündigt ihren Sponsor, den Millionär Arthur Tressler, an und bittet das Publikum, zufällig drei Tischtennisbälle mit Zahlen zu ziehen. Die Zahlen werden zu den Koordinaten eines Sitzes im Publikum. Ein Mann namens Etienne wird auf die Bühne gebeten. Er entpuppt sich als Kunde einer französischen Bank und die Zauberer versprechen, ihn direkt nach Paris zu teleportieren. Außerdem wird er gebeten, eine Karte zu ziehen, sie zu unterschreiben und mitzunehmen. Ein Portal erscheint auf der Bühne und Etienne verschwindet darin. Das Publikum sieht auf der Leinwand, dass er in einem Tresor voller Geld gelandet ist. Daniel bittet den Mann, seine unterschriebene Karte und sein Ticket zwischen den Stapeln von Geldscheinen zurückzulassen. Etienne sieht, wie 3 Millionen Euro in den Schlot gesaugt werden und kurz darauf auf das Publikum in Las Vegas fallen. Das Publikum fängt gierig die herunterfallenden Geldscheine auf und Bankwächter in Paris entdecken einen leeren Tresor mit einer Karte und einem Ticket für die Magier-Show. Die Nachricht verbreitet sich in der ganzen Welt und die Raubmagier werden vom FBI verhaftet. Agent Dylan Rhodes, der alle Zauberer für Betrüger hält, übernimmt den Fall nur widerwillig. Seine Partnerin ist die Interpol-Agentin Alma Dre.
bad enough they got me chasing down David Copperfield and friends. Now I'm being saddled with, no offense, with Interpol. Sie befragen den Franzosen gemeinsam und sobald der Agent Bullshit sagt, zeigt sich die Hypnose, die auf Etienne angewandt wurde. Er beginnt, das Geigenspiel zu imitieren. Die Magier sind auch hier und jeder von ihnen macht den Agenten eine Menge Ärger. Merritt deckt die schmutzigen Geheimnisse der Polizisten auf und findet heraus, dass dies der allererste Auftrag für die unerfahrene Alma ist. Der eingebildete Daniel warnt Rhodes, dass sie der Polizei immer einige Schritte voraus sein werden. The closer you think you are, the less you'll actually see. I'm gonna nail you. Es gibt nicht genügend Beweise und sie müssen alle freigelassen werden. Dre und Rhodes besuchen Bradley, um ihn bei den Nachforschungen zu unterstützen. Er war früher selbst ein Zauberkünstler, verrät jetzt aber in seiner Fernsehshow die Geheimnisse seiner Tricks. Alma stellt fest, dass er die Karrieren vieler Künstler ruiniert hat, darunter auch die des berühmten Lionel Shrike. Er wurde von Thaddeus in der ersten Folge entlarvt. Danach versuchte Shrike ein Comeback und stürzte sich in einem eisernen Tresor auf den Grund des Flusses. But he never resurfaced. Oh, you mean he died? Bradley glaubt, er sei schlauer als alle Magier und verrät den Agenten die Geheimnisse der Magier. Eine Kopie des Banktresors befand sich direkt unter der Bühne. Dort saß Etienne. Natürlich hat sich das Publikum den Platz im Saal auch nicht wirklich ausgesucht. Der Franzose war von den Magiern in Frankreich mit Hypnosetechniken bearbeitet worden, damit er zur Show nach Las Vegas kam. Sie stahlen das Geld nicht aus der Bank, sondern aus einem Lastwagen, der frisch gedruckte Geldscheine geladen hatte. Die Magier brachen im Voraus in den hinteren Teil des Lastwagens ein, betäubten die Wachleute und ersetzten den gesamten Betrag durch Geldscheine aus Papier. Zwischen die Stapel legten sie eine unterschriebene Karte, die mit der gestohlenen Kreditkarte von Etienne gefälscht war. So leuchtete das Geld auf und verschwand, nachdem es zur Bank gebracht worden war. Sie fliegen alle nach New Orleans, um den zweiten Akt der Horseman-Show zu sehen. Rhodes glaubt, dass es einen fünften Magier gibt, der die anderen kontrolliert. Der Agent hasst diejenigen, die betrügen und die Schwächen anderer Menschen ausnutzen und möchte die Gauner unbedingt fangen. Alma zeigt ihm daraufhin selbst einen Trick und zaubert ein Lächeln auf das Gesicht des stirnrunzelnden Agenten. Die vier fliegen mit Tressler in seinem Privatjet. Daniel beschließt, sich mit Merritt im Gedankenlesen zu messen und der Millionär meldet sich freiwillig. Der Magier versucht, den Namen seines ersten Haustieres und den Nachnamen seines Onkels zu erraten, aber Tressler weist seine Vermutung lachend zurück. Nach ihrer Ankunft recherchiert Alma die Geschichte von Lionel Shrike. Er hat einmal eine Karte mit der Unterschrift eines Zuschauers aus dem Stamm eines 20 Jahre alten Baumes im New Yorker Central Park gezogen. Rhodes bleibt einmal mehr unbeeindruckt. Bradley spricht in seiner Show über den geheimen Orden Das Auge, dessen Mitglieder die Lebensmittel der Pharaonen stahlen und sie an das Volk verteilten. Er hält die Horsemen für Dummköpfe, die mit ihren Shows etwas Ähnliches vorhaben. Er wird von Tressler unterbrochen. Der Mann versucht, Bradley zu bestechen und droht ihm, die Folge abzusetzen. Es klappt nicht. Bevor der zweite Akt beginnt, wird Alma klar, wie Shrike den Trick mit dem Baum gemacht hat. Er legte eine Karte mit der Unterschrift eines Parkangestellten in die Höhle und fand 18 Jahre später denselben Mann und gab ihm eine weitere Karte zum Unterschreiben. Natürlich erinnerte sich der Mann nicht daran, dass er so etwas bereits Jahre zuvor getan hatte. Vielleicht ist dies nicht der einzige Trick von Shrike, der mehrere Jahrzehnte zurückreicht. After Shrike drowned, they never found the body. What are you suggesting? Die Show beginnt und die vier zeigen verschiedene Tricks, die alle miteinander verbunden sind. Sie lassen das Kaninchen in einer Schachtel verschwinden und dann zu zeigen, dass es schon immer hinter einer verspiegelten Wand saß. Jack wirft geschickt Karten auf Ziele und Daniel hebt Henley in Seifenblasen in die Luft. Merritt hypnotisiert die Zuschauer, sich wie Rugby-Spieler auf ihre Gegner zu stürzen, wenn sie rufen, stehen bleiben. Danach bittet er alle Zuschauer, ihre Namen zu rufen und wählt ein paar von ihnen aus. Sie lesen den Stand ihrer Bankkonten vor, der sich als äußerst gering herausstellt. Der Millionär Tressler wird auf die Bühne geholt und erhält einen riesigen Scheck mit einem Betrag, der dem Guthaben auf seinem Konto entspricht. Danach fordern die Magier das Publikum auf, die Zettel mit ihrem Kontostand, die sie vorher aufschreiben sollten, mit Taschenlampen anzuleuchten. Plötzlich werden zu den kleinen Beträgen Zehntausende von Dollar addiert. Die Zauberer beleuchten Tresslers Scheck und stellen fest, dass die entsprechenden Zahlen zu diesem Zeitpunkt von seinem Konto verschwinden. Die Magier erklären dem verblüfften Publikum, dass sie alle Kunden von Tresslers Versicherungsgesellschaft waren. Und als die Zuschauer Opfer des Hurrikans Katrina wurden, weigerte sich der gierige Millionär, für die Schäden aufzukommen. Was jetzt geschieht, ist keine Illusion. Das Geld wird tatsächlich auf ihre Konten überwiesen.
Während des Fluges haben die Zauberer die Codewörter für das Bankkonto des Millionärs erraten, den Namen seines ersten Haustiers und den Nachnamen seines Onkels. Nachdem sie recht gesprochen haben, sind die Magier im Begriff, die Bühne zu verlassen. Tressler stellt fest, dass sein Bein angekettet ist und er sie nicht aufhalten kann. Rhodes rennt auf die Bühne und schreit Freeze, was sich als fataler Fehler erweist. Die vier Horsemen steigen an den Seilen in die Höhe. Rhodes bricht aus und jagt Daniel durch die überfüllten Straßen und Bars. Alma richtet eine Waffe auf den Magier, schießt aber nicht und lässt ihn entkommen. Alle Nachrichtenagenturen berichten, wie geschickt das FBI überlistet wurde. In seiner Verzweiflung betrinkt sich Dylan in einer Bar und gibt seiner Partnerin die Schuld an der Niederlage. Er vermutet, dass sie eine Komplizin der Verbrecher sein könnte, woraufhin Alma ihm den Arm verdreht und ihn dann stehen lässt. In der Zwischenzeit trifft sich Tressler, wütend über den Verlust seines Vermögens, mit Thaddeus. Der Mann erklärt dem Millionär, dass er nur Teil eines seit Jahren geplanten Tricks war. Sie tun sich zusammen, um sich zu rächen. Am Morgen entschuldigt sich Dylan bei Alma und sie erzählt ihm von dem Auge. Man kann es nur betreten, wenn man eine Reihe von Aufgaben erfüllt, die normalen Menschen helfen. Candidates for initiations must follow a series of commands with blind obedience. This isn't real. But there are some who think it is. Plötzlich bemerkt Rhodes, dass sein Telefon nicht mehr funktioniert. Es stellt sich heraus, dass es von Daniel während des Verhörs ausgetauscht wurde, als er dem Agenten Handschellen anlegte. Die Horsemen haben alle Gespräche des FBI abgehört, aber Rhodes bietet an, es so zu lassen, damit er ihnen falsche Informationen geben kann. Rhodes und Alma spüren das echte Telefon des Agenten auf und machen sich auf den Weg dorthin. Dort, in New York, packt die Gruppe nervös ihre Koffer. Jack macht sich Sorgen, dass er die sehr schwierige nächste Etappe nicht überstehen wird, und Daniel befiehlt ihm, ohne zu zögern, weiterzumachen. Alle außer Jack verlassen das Versteck, während der Mann zurückbleibt, um die Beweise zu vernichten. Rhodes und sein Partner erwischen ihn auf frischer Tat und geraten in einen Kampf. Der Taschendieb setzt den zweiten Agenten außer Gefecht und Rhodes versucht vergeblich, den Betrüger zu fangen. Dieser wehrt sich mit Transparentpapier und Karten, die dem Agenten Schnitte im Gesicht zufügen. Da es Jack nicht gelingt, die restlichen Papiere zu vernichten, springt er mit ihnen in den Müllschacht. Rhodes folgt ihm. Der Magier stiehlt das FBI-Auto und Alma und Partner verfolgen ihn. Auf der Brücke verliert Jack die Kontrolle über sein Auto und es fliegt in die Luft, nachdem es gegen eine Bodenwelle geprallt ist. Rhodes rennt zu dem brennenden Auto und versucht, den Mann herauszuziehen, aber der Gurt lässt sich nicht bewegen. Er nimmt die geheimen Papiere an sich und gleich darauf ist eine Explosion zu hören. Bradley ruft Rhodes an und sagt ihm, dass sein Partner von den Horsemen eingeschleust wurde. Der Agent versteht nicht, warum der Mann ihm hilft. I feel like I'm playing with somebody wearing ankle weights. Slippers. Keep up, Agent Rhodes. Der Agent misstraut Alma zunehmend und außerdem haben die Horsemen während der Verfolgungsjagd ihren nächsten Zug gemacht. Das FBI prüft das Dokument. Ein Dossier über Elkhorn, ein Unternehmen, das seine Gewinne versteckte und 500 Millionen Dollar in einem Tresor aufbewahrte. Die Horsemen haben das Dossier mit Hilfe von Rhodes Telefon gestohlen, da die andere Abteilung des FBI dieses Vorhaben seit langem überwacht. Die Bundespolizei trifft am Tatort ein, findet den Tresor aber nicht vor. Ihr eigener Agent, der zuvor hypnotisiert worden war, ordnete an, ihn zu transportieren. Der Truck mit dem Tresor ist jedoch noch nicht sehr weit gekommen und Rhodes und die anderen klettern hinein, um direkt zu den Räubern zu gelangen. Unterwegs sehen sie eine Videobotschaft der Horsemen, in der sie die Fans zu ihrer letzten Show im Five Points Arts Center einladen. Dorthin ist auch der Truck unterwegs. Der Wagen hält an und Bradley und sein Assistent öffnen die Türen. Dylan nimmt an, dass er endlich den fünften Horseman erwischt hat, aber Thaddeus sagt, dass sie beide auf der Spur waren und sich einfach an der gleichen Stelle begegnet sind. Es stellt sich heraus, dass die Horsemen die Agenten erneut ausgetrickst und sie absichtlich hierher geführt haben. Der Tresor ist voller aufblasbarer Ballons und das Publikum hat sich bereits in Erwartung der letzten Show versammelt. Das Magier-Trio begrüßt die Fans mit einer Projektion an der Wand eines Gebäudes. Während die Agenten Hologramme und Schaufensterpuppen jagen, gelangt Alma Dylan zu den Geräten, auf denen die Botschaften aufgezeichnet wurden. Doch auch von dort sind die Magier entkommen. Sie steigen auf das Dach und beginnen mit der Vorstellung. Das Trio bedankt sich beim Publikum und die Illusionisten rennen an den Rand des Daches. Rhodes zielt rechtzeitig, aber Alma verhindert, dass er schießt.
Mit einem Sprung verwandeln sich die Zauberer in Tausende von Geldscheinen. Es ist Zeit für Alma, nach Frankreich zurückzukehren, und sie und Dylan küssen sich, bevor sie sich verabschieden. Die begeisterten Zuschauer schnappen sich das Geld aus der Luft, aber die Scheine entpuppen sich als Fälschungen. Währenddessen kehrt Thaddeus zum Auto zurück, das bereits mit Millionen gefüllt ist. Er wird als Komplize verhaftet und bekommt im Gefängnis Besuch von Rhodes. Thaddeus versucht zu beweisen, dass er reingelegt wurde. Die Horsemen haben den Hasentrick wiederholt, indem sie einen riesigen Spiegel in den Hangar mit dem Safe gestellt haben. Auf diese Weise haben sie das Geld direkt vor den Augen des FBI versteckt, damit sie die Wachen von dem leeren Raum wegbringen. Danach kam der totgeglaubte Jack Wilder herein. Seine verzögerte Flucht und der Kampf waren Teil des Plans. Während der Verfolgungsjagd auf der Brücke vertauschten die Horsemen sein Auto mit einem anderen, in dem sich eine aus dem Leichenschauhaus gestohlene Leiche befand. Nachdem er den Safe geknackt hatte, legte Jack das Geld in Bradleys Auto, um ihn reinzulegen. Rhodes deutet an, dass Bradley davon geträumt hatte, dem Auge beizutreten, aber keine Einladung erhalten hatte, woraufhin er beschloss, sich zu revanchieren, indem er die Geheimnisse der Mitglieder verriet, und nun hatte sich das Auge bei ihm revanchiert. Bradley selbst glaubt jedoch nicht an die Existenz vom Auge. Er vermutet, dass ein Fanatiker, der ihm und dem FBI die ganze Zeit über einen Schritt voraus war, hinter der ganzen Angelegenheit steckt. Got past them not once, not twice, but consistently. Almost as if they were on the in... Innen. Der fünfte Horseman befindet sich jedoch nicht mehr im Bradley-Käfig, sondern draußen. Es war Rhodes, die die vier Magier rekrutiert hat. Zum ersten Mal in seinem Leben konnte Bradley den Trick nicht durchschauen, weil er selbst sein Hauptziel war. Dylan triumphiert. Er will den arroganten Bradley hinter Gitter bringen. I'm wondering how you missed it. How you let yourself be so blinded by your ego. Die Magier treffen sich mit Jack in einem verlassenen Vergnügungspark wieder. Sie entdecken einen Baum mit einer Karte darin, ein Denkmal für Lionel Shrike. Indem sie die Tarotkarten mit dem Bild vom Auge kombinieren, aktivieren sie ein Karussell in der Nähe. Überrascht treffen die Magier wieder auf Rhodes. Sie teilt ihnen mit, dass sie in den Club aufgenommen wurden, und lädt sie ein, auf das Karussell zu steigen. Später in Paris findet Alma heraus, dass jemand einen Artikel über Shrike in ihrer Zeitung platziert hat. Rhodes setzt sich zu ihr und erklärt ihr den ganzen Plan. Die Firma Elkhorn hat einen defekten Tresor hergestellt, in dem Shrike auf dem Grund des Flusses stecken geblieben ist. Die französische Bank und Tressler haben sich geweigert, die Versicherungssumme zu zahlen. Das Mädchen erkennt, dass Dylan der Sohn des verstorbenen Magiers ist. Er hat sich alle Einzelheiten ausgedacht, um es den Mördern seines Vaters alles heimzuzahlen. Aber er hat nicht damit gerechnet, dass Alma sich an den Ermittlungen beteiligen würde. Sie war so aufrichtig an Zaubertricks interessiert, dass Dylan sich in sie verliebte und ihr alle Geheimnisse verraten wollte. Das Mädchen beschließt, ihn nicht an Interpol zu verraten und seine Geheimnisse zu bewahren. Wie immer findet ihr den Namen des Films in der Videobeschreibung. In der Zwischenzeit lasst uns in den Kommentaren wissen, was waren eure Vermutungen über den fünften Magier? Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und dem Video ein Like zu geben, damit so oft wie möglich weitere tolle Geschichten erscheinen.